In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt einen der grundlegenden Prinzipien von objektorientierter Programmierung vorstellen und ein bisschen genauer erklären. Wir haben bereits über Kapselung eigentlich geredet. Wir haben gesagt, dass die Idee ist, die Hauptidee der objektorientierten Programmierung ist, dass Daten und ihre manipulierenden Methoden immer zusammengehören. Bis jetzt haben wir das klar und deutlich gesehen. Alle Methoden gehörten zu einer Klasse und man konnte dieses Objekt oder bestimmte Instanzen einer Klasse nur durch diese Methoden irgendwie manipulieren. Allerdings konnte ich direkt auch auf die Felder eines Objektes zugreifen. Wie zum Beispiel jederzeit kann ich auch den Namen meiner Katze wieder auslesen. Und ich kann Sachen machen wie meine Katze Name ist gleich auf einmal heißt sie Rocky. Und wenn ich jetzt meine Katze die Beschreibung aufrufen würde, ja, Moment. Meine Katze Beschreibung, dann sagte Rocky auf einmal. Das heißt, ich konnte die Daten meines Objektes nicht genügend schützen. Und das ist Teil dieses Konzeptes der Kapselung oder auf Englisch Encapsulation. Das bedeutet nicht nur, dass man sie in eine Datenstruktur reinpackt, kompakt und klar und deutlich, sondern dass man die Daten tatsächlich auch schützen kann. Die Daten kann man schützen, indem man sie als sogenannte private Daten deklariert. Im Moment haben wir alle Datenfelder, die wir hier haben, wir haben sie als sogenannte publike Felder deklariert oder eben öffentlich, auf Englisch heißt das public, indem wir bei den Namen einfach ganz normale Namen gegeben haben. Wenn ich allerdings diese zwei Unterstriche wieder benutzen würde, bei Alter und bei Name, dann verhindere ich auf diese Art und Weise, dass jemand von außen überhaupt Zugriff auf diese Namensfelder bekommt, auf diese Datenfelder bekommt. Was bedeutet das? Erstens, dieser Name existiert jetzt nicht mehr. Also wenn ich das jetzt direkt so ausführen würde, dann gibt es ganz, ganz viele Probleme, denn überall funktioniert das nicht mehr. Innerhalb der Klasse kann ich jetzt den Namen relativ einfach reparieren, indem ich überall diese Unterstrich-Unterstrich benutze. Spezies haben wir nicht geändert. Das würde hier eigentlich auch ganz gut funktionieren. Was ich jetzt aber sehe, ist, dass der Name von meiner Katze hat sich jetzt eigentlich gar nicht geändert. Es ist jetzt nicht so ganz optimal, dass er mir keinen Fehler rausgegeben hat, aber immerhin kann ich es nicht mehr ändern. Wenn ich jetzt hier versuchen würde, auch mit Unterstrich, Unterstrich drauf zuzugreifen, dann reagiert er auch wiederum überhaupt nicht. Man kann es eben nicht machen. Die Daten sind geschützt und egal, ob ich es versuche, sie zu ändern oder nicht, die Daten ändern sich eben nicht. Das ist die Definition von einem privaten Datenfeld. Und das ist Teil von dieser Idee der Kapselung von Daten. Also keiner von außen bekommt Zugriff auf meine privaten Datenfelder. Jetzt stellt sich die Frage, was ist aber, wenn ich tatsächlich diese privaten Datenfelder auslesen oder eben tatsächlich ändern möchte? Wie kann ich das machen? Das macht man mit sogenannten Manipulator-Methoden. Die nennen sich normalerweise, fangen sie an mit get und set, also get für irgendetwas auslesen, ein bestimmtes Datenfeld auslesen und mit set, um irgendetwas neu zu verändern. Das sind selbstdefinierte Methoden, die muss ich selber machen, die sind nicht magisch, also fangen nicht an mit diesem Unterstrich, Unterstrich. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch ein bisschen mehr, warum diese del und init so magisch und zauberhaft sind. Ich definiere mir zum Beispiel eine Methode get erstmal, get Name. Die braucht natürlich einen Parameter self und die gibt ganz einfach, nicht self, sondern self, den Wert von Namen auch wieder zurück. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit Folgendes machen. Meine Katze, Punkt, da ist es ja auch schon, get name.
Klammer auf Klammer zu, das drucke ich jetzt aus und ich heiße nämlich tatsächlich Felix. Ich kann den Namen auch ändern. Das ist nicht weiter problematisch. Ich müsste dafür eine Methode Set machen und die gibt natürlich nichts zurück, sondern sie sagt Self-Name. Natürlich brauche ich jetzt hier auch einen zweiten Parameter, Name. Und hier kann ich auch wieder Name machen. Das heißt, ich kann jetzt auch meine Katze Setname einen neuen Namen geben. Nennen wir sie doch mal endlich Rocky. Und dann wieder ihren Namen ausdrucken lassen. Und jetzt hat sich der Name auch tatsächlich geändert. Jetzt fragt man sich natürlich, wofür der ganze Umstand? Es ist immer eine gute Idee, die Kontrolle über die eigenen Daten, über die Daten von einem Objekt wirklich unter Kontrolle zu halten. Manchmal ist es wirklich eher ein zu viel des Guten, wenn man Set- und Get-Methoden für alles Mögliche macht. Andererseits möchte man nicht, dass der Name zum Beispiel auf einmal zwei lautet, nur weil jemand sich das so überlegt hat und es ohne groß nachzudenken es geändert hat, den Namen. Eigentlich meint er Alter, er hat sich aber verschrieben und hat Namen geschrieben. Das kann man in so einer Set-Funktion, in einer Set-Methode verhindern, indem man erstmal die Plausibilität checkt, überprüft und danach eventuell sogar einen Fehler rausbringt. Genau auf diese Idee und auf diese Fehlerbehebung werden wir allerdings in den nächsten Videos hier zurückgreifen. Hier möchte ich Ihnen noch einmal einfach wiederholen, was ist wichtig hier zu verstehen. Erstens, man kann Datenfelder als privat gekennzeichnen, wenn man eben sie kapseln möchte, wenn man die Kontrolle behalten möchte, mit anderen Worten. Dafür müsste man nichts weiter machen, außer Unterstrich, Unterstrich vor dem Namen zu schreiben. Damit macht man sich privat und man kann sie nicht mehr verändern. Das ist wichtig. Und um sie dann wieder auslesen und verändern zu können, braucht man eben diese Set- und Get-Methoden. Sie sind selbst definiert. Das bedeutet, rein theoretisch können Sie auch irgendetwas sie nennen. Man kann auch XYZ machen und tatsächlich den Namen da drin ändern. Das sollte man sich wirklich nicht machen. Und ich bitte Sie, auch in den Hackathons werden wir eigentlich darauf achten und auch bei den Übungen, wenn Sie eine Setter- oder Getter-Methode definieren, dann nennen Sie sie bitte auch Get oder Set. Das ist sehr wichtig für diejenigen, die später ihre Klasse lesen oder benutzen müssen.